Wer jetzt bauen will, muss tief in die Tasche greifen. Die Kosten sind kaum kalkulierbar. Das geht Familien so, aber auch Bauunternehmen. Der Baustoffpreis ist absolut durch die Decke und ist noch gar kein Ende in Sicht. Und es ist auch, spielt auch keine Rolle, ob es der Stahl, das KG-Rohr, das Holz, die Dachziegel, das Elektrokabel, die Heizung, es ist quer durch die ganze Bandbreite am Bau. Immer wieder Preissteigerung, Preissteigerung, Preissteigerung. Dabei gibt es Fördergelder, zum Beispiel für energieeffizientes Bauen. Im Januar war ein entsprechendes Programm der KfW ausgelaufen, zum Ärger vieler Bauwilliger. Heute ist ein neues, mehrstufiges Programm von KfW und Bund gestartet. Rund 6.400 Anträge gingen ein. Schon nach 3 Stunden waren die Gelder weg. Insgesamt 1 Milliarde Euro. Energieexperten wundert das nicht. Ich gehe auch davon aus, dass viele bauwillige Personen nach dem Förderstopp im Januar vielleicht auch abgewartet haben, bis wieder klar ist, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Also sie standen offensichtlich in den Startlöchern, um dann gleich sehr, sehr schnell heute früh die entsprechenden Anträge einzureichen. Das neue Förderprogramm hat strengere Auflagen als die Vorgänger. Voraussetzung ist die sogenannte Effizienzhausstufe 40, kurz EH40. Das heißt, der Energieverbrauch ist 40% geringer als bei Vergleichshäusern. Für Stufe 1 reicht EH40. Stufe 2 startet morgen. Sie erfordert zusätzlich ein Nachhaltigkeitszertifikat. Stufe 3 ist noch in Planung. Sie soll im Januar beginnen. Ab morgen also können Bauwillige bei ihrer Hausbank die neuen Kreditanträge einreichen. Die strengeren Auflagen können den Bau verteuern, sich aber langfristig rechnen. Ich sage mal 25.000 Euro für eine Photovoltaikanlage ausgebe mit einem Stromspeicher dazu, spare ich natürlich jedes Jahr auch eigentlich zwischen 500 und 1.000 Euro an Stromkosten. Was jetzt auch nicht, oder gegebenenfalls auch mehr, je nach Größe der Anlage, was natürlich die Kosten dann auch wieder rückwärts dreht, keine Frage. Viele Energieexperten sehen die Neubauförderung eher kritisch und die unsanierten Altbauten als die wahren Energieschleudern mit einem Einsparpotenzial von bis zu 80%. Ich da Fenster teilweise noch sehe bei meiner Kundschaft aus den 70er Jahren. Das muss man anfassen eigentlich. Oder eine Außenwand, die das Achtfache an Wärme verliert wie Neubau heute. Das sind natürlich Punkte und Stellschrauben, an die muss ich ran. Ja. Klar ist, das Bauen wird erstmal nicht billiger.